Ah, schon, war schon cool, das Spiel. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Schön, dass du das verstehst. Ich werde mich behaupten. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ah, okay, interessant. Wie groß ist Ouagadou? Ouagadou hat die, glaube ich, gesagt, oder? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Wie sieht Ouagadou aus? Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Magie auf Ouagadou gleich? Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Das ist jetzt mal interessant. Da haben die Leute drauf philosophiert, als ich von dem Kobold ihr erzählt hatte. Und ich habe mich immer gefragt, wie die Kobolde das so machen, als Ronda sagte, die können ja auch selber zaubern und so. Klar, habe ich mir wie bei den Hauselfen vorgestellt, aber was halt so die Besonderheit zwischen Hauself und Kobold halt irgendwie so ist. Und dass die jetzt tatsächlich auch ohne Zauberstab zaubern. Weil die Schüler, also die Kinder, haben ja, bevor sie dann in die Schule gekommen sind, haben die ja auch schon gezaubert, ne? Harry, das Fenster verschwinden und sowas. Da haben die auch keinen Zauberstab gehabt. Also, warum? Ich verstehe, dass die Zauber stärker sind, besser gebündelt, kanalisiert, wie auch immer, den Zauberstäben. Aber warum die nicht ohne Zauberstab trotzdem zaubern können? Wie jetzt, wer hätte nämlich das Harrys Problem in dem 7. Teil gar nicht so stark gewesen, dass er keinen Zauberstab hatte? Er wäre zumindest nicht komplett nutzlos da gewesen, sage ich jetzt mal so Anführungszeichen. Die Magie ist sicher schwächer. Unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Ja, danke, das finde ich sehr spannend. Fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Ja. Wenn du magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Eine Trophäe. Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Oh, du bist eingeschlafen.
Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Akio dies, Akio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Okay, wir haben jetzt gerade irgendwie noch einen neuen Auftrag bekommen. Aufträge. Achso, Unterricht der Künste. Das Primär. Keine Aufgaben. Beziehungen. Nebenaufträge. Der Weg nach Hogwarts. Achso, das ist alles abgeschlossen, okay. Ja, dann bleibt ja jetzt nur noch dunkle Künste. Die Karte im Handbuch zeigt Professor Hackett's Unterrichtsraum im unteren Teil des Astronomieflügels ist. Ich könnte mich in diesem Schloss verlaufen. Vielleicht muss ich hier versuchen. Einen Kompass. Ja, okay. Wir suchen Unterricht. Leviosa lernen wir da. Wingardium Leviosa. Warum eigentlich jetzt in Verteidigung gegen die dunkle Künste und nicht in Zauberkunst? Da bin ich jetzt mal gespannt, warum sie das gemacht haben. Schließlich lernen sie es sowohl im Buch als auch im Film. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Das war anders. Ja, das bin ich. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das ist nett von dir. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll, leider. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. So, hier ist noch eine Truhe. Okay, die scheint auch wieder über uns zu sein. Revelio. Wieder bling. Ah, da ist es. Blinkt. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und 2? Und am Ende war dann Albert Boot, der Zaubereiminister. Das stimmt. Okay, das irgendwie. Fehlt ja noch irgendwie was, ne? Bleib doch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Also wäre ja jetzt ja. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein K. Die Zahl, mit dem Fragezeichen. 2. Weil die Summe der Kreise ergeben das. So. Ja, ein Fragezeichen, dann ist 2. Und dann sind hier 2 Fragezeichen für 4. Ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Das ist die Frage, wie das zu verstehen ist. Weil das Einhorn ist welche Zahl? Schau mal einfach mal. Ich kann es mir halt nicht herleiten, aber es ist auch egal, was wir machen, es öffnet nicht. Das ist ein bisschen komisch. Tja. Ich weiß halt nicht, also wieder, das kann gut sein, ne? Das ein Fragezeichen ist 2. Ja, und 2 Fragezeichen wären dann, wie gesagt, auf Instagram 4 sind 8, also fehlen auch 4. Wäre das Einhorn 4? Was soll das sein? Oder hat das Einhorn eine Zahl? Quasi Einhorn. Also Einhorn. Spinne mit 6 Augen, 8 Beinen. Was
ist hier gemeint? Zwei Augen. Öffnen geht nicht. Aber ich kann ja auch nicht irgendwie bestätigen, einloggen oder irgendwie sowas. Ich jetzt zwei Zeilen eingeben soll. Rebellion. Ich weiß, da ist etwas, aber ich habe keine Ahnung. Ah, Moment, hier ist ja auch noch was. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Also glaube ich, wir haben da eine 2. Eine 4 wollte ich haben. Ne? Das ist aber eine 5, wenn überhaupt. 1, 2, 3, 4. Soll das so eine Zahl sein? Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hätte jetzt das gedacht. Zwei Hörner könnte es auch sein. Okay. Zwei Hörner. Ist vielleicht das tatsächlich mit gemeint. Nicht zwei Augen. Was ist denn dann bei dem Geist hier? Wie hieß das noch, ey? War jetzt wirklich Zufall? Zwei Hörner könnte es auch sein. Es scheint nicht so ganz so verkehrt gewesen sein, diese Überlegung. Damlu. Ach, dieser großer Tisch. Großer Tisch. Achso, ich war in den Raum der Wünsche wahrscheinlich dann. Silberne Brille. Gucken wir mal an, was uns das bringt. Verteidigung plus 4. Ich finde das halt doof, dass immer diese Brille jetzt angezeigt wird. Es macht ja Sinn, sich da hier so zu equippen. Kann ich hier irgendwie ausblenden? Erscheinungsbild ändern. Ah! Unsichtbare Gesichtsbekleidung. Da ist es doch. Ja, sehr gut. Sehr schön, dass man das kann. Danke. Kann ich dann wahrscheinlich auch sagen, ich möchte jetzt, ich habe zwar den Hut auf, aber ich möchte gerne das Aussehen haben. Das ist cool. Ja. Haben sie mitgedacht? Sehr, sehr gut. Danke, dass das geht. Okay, ja. Durch dummen Zufall haben wir es jetzt zwar ja, dann doch gelöst, aber wahrscheinlich war die Überlegung nicht so verkehrt. Halt nur die Frage, ob wir eigentlich theoretisch im Spiel mal eine sinnige Erklärung bekommen, was für eine Zahl bedeutet. Wollen wir jetzt endlich hier Revealio machen? Ist das nicht mehr blau? Wir haben es schon entdeckt. Hier ist noch eine Truhe. Also 40 Galleonen. Das finde ich auch irgendwie schade, dass sie tatsächlich die Währung nicht so umgesetzt haben, wie es im Buch ist. Ne? 30 Sickel sind eine... 45 Knut sind eine Sickel, irgendwie sowas. Ne? Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Aber irgendwie sowas war das. Dabei habe ich das erste Buch jetzt gerade zu Ende gehört. Wobei das auch ein Prozess von einem Jahr, glaube ich, grob schon war. Weil ich es ja immer nur beim Rasenmähen höre. Jede Katze einmal streicheln ist bestimmt auch irgendwie so ein Erfolg. Ja, da ist die Truhe über uns. Sehen wir sie auch. Glitzern. Habe ich den eben nicht glitzern gesehen, wo wir draußen waren? So, lassen wir uns mal leiten. Das haben sie auch sehr gut umgesetzt. Besser als immer den Nick durch die Gegend zu schicken.
Wobei das trotzdem auch eine gute Umsetzung war, keine Frage. Ja, und? Ne, sie lässt es nicht fallen. Das musste ich jetzt probieren. Gibt es da bestimmt auch einiges zu entdecken, oder? Bing. Unten oben. Das sieht interessant aus. Hexenverbrennung. Aber ist leider jetzt nicht irgendwie als Collectible. Du weißt doch, die Ulkige, die sich ja mehrfach hat fangen lassen, sich so verbrennen zu lassen, was ich so lustig fand. Grammophon. Ein komischer Kopf. Ein Nashorn. Oh, Entschuldigung. Wusste was Bestimmtes. Der sieht aber interessant aus. Ah, da ist noch die Truhe. Jetzt auch mal wie mit so einem Auge. Ja, doch, doch, doch. Wenn man lang genug wartet, bewegen die sich alle. Das sieht auch geil aus mit dem Marmor. Oder was das sein soll. Granit. Ich bin kein Geologe. Sieht auf jeden Fall cool aus. Komische Augen. Ist das alles? Umbada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay, das Übliche. Ah, hab ich vergessen zu drücken. Aber irgendwie macht es keinen Unterschied, ob ich das drücke oder nicht. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Ah, diese Kampfpuppen fand ich in dem Film so kacke optisch. Warum mussten sie das übernehmen? Wobei die hier geht doch einigermaßen. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Mhm. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so... Levioso! Gut gemacht! Boom! Kaputt! Sehr gut, aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso? Basiszauber und Protego. Beginnen Sie.